Leder neben Neonazis, der extrem rechten Kleinstpartei, der Dritte Weg oder mit Freien Sachsen vor geflüchteten Unterkünften standen und rassistische Hetze verbreitet haben, dann glaube ich, war es auch wirklich an der Zeit, dass dieser Aufschrei endlich durchs Land geht. Gerne vom Studium immer wieder zurück. Und gleichzeitig ist Zwickau eben auch eine Stadt, in der extrem rechte Terroristen des nationalsozialistischen Untergrundes untertauchen konnten und in dem rechte Gewalt, Rassismus und Co. nach wie vor extrem präsent sind. Darum braucht es jetzt mehr denn je eine starke, aktive und engagierte Zivilgesellschaft, die weiterhin laut ist, um für Klimaschutz, für Klimagerechtigkeit und eine bessere Zukunft einzutreten. Wir wollen heute Abend einen Menschen auszeichnen, der dies in inspirierender Weise gegen alle Widerstände vorlebt und der dann vielen anderen Engagierten Mut macht. Der Stromrebell des Jahres 2024 heißt Jakob Sprickfeld.